Wir fahren an die Mosel und machen Halt in Riol. Neugierig gehe ich an den Fluss. Aber nichts los, kein Schiff unterwegs. Also schaue ich mich ein bisschen auf dem Platz um. Die Campinganlage heißt Riolago, drei Seen. Und der eine See ist zum Baden freigegeben. Etliche Dauercamper haben sich Stege an ihre Parzellen angelegt. Ich beobachte einen Graureiher. Einer der drei Seen ist für Wasserskifahrer reserviert. Von einer stationären Anlage werden die Sportler durch das Nass gezogen. Mehrere Hindernisse stehen im See. Da kommen die einen elegant rüber. Andere müssen noch ein bisschen an ihrem Stil feilen. Heute sind nur Wakeboarder auf der 700 Meter langen Bahn zu sehen. Du kannst aber auch mit Paarski fahren. Oder barfuß. Nebenan finde ich eine Bahngolfanlage. Und ein Wohnmobilstellplatz gehört auch zu der Freizeitanlage. Er wurde erst 2017 eröffnet. Der dritte See ist als Angelsee benannt. So kommt hier jeder Urlauber auf seine Kosten. Wir sind in Schengen. Eigentlich ein kleines, nichtssagendes Dörfchen hier an der Mosel in Luxemburg gelegen. Aber hier wurden die Verträge abgeschlossen, die die Reisefreiheit in Europa und andere Vergünstigungen für die Leute gewährleisten. Gerade wenn ich die Originalmauerteile der Berliner Mauer sehe, wird mir noch einmal sehr bewusst, wie wertvoll ein starkes Europa ist. 1985 und 1990 wurden hier auf dem Schiff Prinzess Marie Astrid die Verträge für ein vereintes Europa mit mehr Freiheiten von den Regierungschefs der Mitgliedstaaten unterzeichnet. Gerade wir als Camper genießen die Vorteile des freien Grenzübertritts. Wie viele Stunden habe ich bei Grenzübertritten gewartet?
manchmal mit der Maschinenpistole des Grenzpolizisten auf meinen Bauch gerichtet. Ein unangenehmes Gefühl. Wir sind jetzt kurz hinter den Europawahlen und ich bin froh, dass sie so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind. Dass nicht die Hinterwäldler, die die Rolle rückwärts machen wollen, die Übermacht gewonnen haben. Aus der großen Wahlbeteiligung lese ich heraus, dass viele Menschen wach geworden sind und auch keine Rückschritte wollen. Dennoch heißt es, wachsam bleiben. Wir fahren nach Orschholz. Hier gibt es einen Baumwipfelpfad. An mehreren Stationen wird uns der Wald näher gebracht, auch geeignet für Kinder. Auch mit Rutsche. Barrierefrei verläuft der Steg durch die Bäume. Die Fichten tragen heute viele Zapfen und die Kastanien stehen in voller Blüte. Oben auf dem 42 Meter hohen Aussichtsturm angekommen, erwartet uns eine bombastische Aussicht. Die Saarschleife bei Mettlach bietet einen unvergesslichen Anblick. 180 Grad windet sie sich durch das Gebirge. Die Kraft des Wassers hat sie geschaffen. Die Saarschleife misst ca. 10 Kilometer. Oben am Bildrand beträgt der Abstand nur ca. 2 Kilometer. Heute muss das Moped mal wieder auf die Straße. Links und rechts führen kurvenreiche Straßen aus dem Moseltal in Hunsrück und Eifel. Wir haben uns für heute den Bostalsee ausgesucht. Der Bostalsee wurde künstlich angelegt und befindet sich in der Gemeinde Nohfelden. Seit 1979 gibt es ihn. 8 Millionen Kubikmeter Wasser werden hier gespeichert. Durch Wasserkraft wird Strom erzeugt. Der Bostalsee wird ausgiebig von Wassersportlern genutzt.
Heute wollen wir mal wieder entlang der Mosel radeln. Am Ufer finden wir eine Plastik, die dem heiligen Franziskus geweiht ist. Er soll die Moselschiffer vor aller Unbill wahren. Wir machen einen Abstecher nach Longisch. Longisch ist ein kleines, nettes Dörfchen mit einigen Eyecatchern. So finden wir ein kleines Feuerwehrmuseum. Einige ausgemusterte Exponate werden ausgestellt. Der moselfränkische Baustil gefällt mir immer wieder. Schiefer ist halt hier zu Hause. Wir radeln weiter nach Schweich und legen am Moselufer eine Pause ein. Wassersportler kann man hier beobachten. Wir folgen den Wendungen der Mosel. Mal links, mal rechts des Flusses und kommen nach Pünderich. Der Campingplatz Moselland liegt etwas abseits der Bundesstraße. Und die hört man fast gar nicht. Das sorgt für einen erholsamen Schlaf. Immer wieder reisen Campingfreunde an. Der Platz füllt sich zusehends. Es ist das Vatertagswochenende. Und in Pünderich wird Weinfest gefeiert. Im Moseltal eine Eisenbahnstrecke. Sie ist als Kanonenbahn bekannt. Sie wurde nach 1870 erbaut, um das neu dazugewonnene Elsass-Lothringen von Berlin aus schnell mit Truppen zu erreichen und schützen zu können. Freunde sind nach Pünderich gekommen. Gemeinsam radeln wir nach Enkirch. Hier gibt es einen WOMO-Stellplatz. Wir schauen uns nach Exoten um. Ich habe von dem pittoresken Enkirch gehört. Also lassen wir die Fahrräder stehen und schauen uns im Ort um. Und fürwahr, viele gepflegte Eindrücke können wir aufsaugen. Aus Moselschiefer erbaute Häuser gepaart mit aufwendig erstelltem Fachwerk erfreuen unsere Augen. Ist
Steil führen manche Gassen bergan. Komm mit, begleite uns durch das Dorf und genieß die Bilder. Ganz besonders haben uns die originell gestalteten Straßenschilder gefallen. Hier einige Beispiele. Und wir sind uns alle einig, dass Enkirch ein schön gepflegtes Dorf ist, ohne kitschig zu wirken. Später am Tag gehen wir zum Weinfest nach Pünderich. Aber da bleibt die Kamera aus. Was sagst du? Mein Film hat dir gefallen? Ja, dann abonnier doch meinen Kanal da unten. Und dann wirst du auch ganz schnell informiert, wenn ein neuer Film online ist.